Luis, ein Schwarzsieg, 22 Züge gegen den ehemaligen Jugendweltmeister Arik Braun. Wie fühlst du dich? Ja, natürlich super. Also, dass die Partie so gut läuft, hätte ich niemals erwartet. Es hat eigentlich schon aus der Eröffnung heraus alles perfekt funktioniert für mich. Ja, einfach mega Gefühl. Also direkt nach der Eröffnung war eigentlich schon extrem unangenehm zu spielen für ihn, weil ich entspannt angreifen konnte. Und ja, es war einfach eine perfekte Partie für mich. Also ich fühle mich super jetzt natürlich. Ja, so wünscht man sich das natürlich. Du bist relativ fix dann auf die Siegerstraße eingebogen. Was hast du das Gefühl, wo war so der Wendepunkt? Wo warst du dir dann sicher, das wird was? Ja, also richtig sicher war ich mir, glaube ich, erst kurz vor Schluss. Aber ich habe eigentlich relativ früh schon ein sehr gutes Gefühl gehabt am Brett. Also als er kurz rochiert hatte und ich dann Turm E8 und Turm E6 gespielt habe und mit dem Turm dann nach H6 gehen konnte, sah es schon sehr, sehr gefährlich aus für ihn. Also ich dachte schon, dass da irgendwann mal was funktionieren könnte. Und so ist es auch gekommen. Aber ich habe mich schon da ziemlich selbstbewusst am Brett gefühlt. Also es sah da schon sehr gut aus. Morgen hast du Weiß gegen Rasmus. Was können wir da erwarten? Und auf jeden Fall eine extrem schwere Partie. Also Rasmus ist ja auch ganz vorne mit dabei. Ich glaube, er spielt gerade immer noch. Deswegen weiß ich nicht genau, ob er dann mit dem Remis auch zufrieden ist gegen mich. Aber ich denke mal, dass er natürlich den vollen Punkt holen möchte. Also da mache ich mich auf eine sehr, sehr schwere Partie gefasst. Du stehst jetzt bei 5 aus 7 und führst gegebenenfalls sogar nach der Runde beim German Masters. Ziehst du jetzt durch und gewinnst du das Turnier? Ich hoffe natürlich. Also ehrlich gesagt, ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich in dieser Situation bin. Ich dachte, es geht für mich mehr darum, dass ich nicht ganz unten lande. Also es ist einfach mega Gefühl und natürlich fände ich super schön, wenn ich jetzt noch durchziehen könnte. Aber die Gegner werden ja auch nicht leichter. Also ich muss jetzt die nächsten Tage trotzdem noch alles geben, natürlich. Ja, dann genießt den Sieg und viel Erfolg für morgen. Dankeschön.